Hallo ihr da draußen, wir sind heute vom Kultursommer beim Musikverein Neutat und neben mir steht die Elke Kratschmann, der erste Vorstand, die erste Vorständin, kann man das so sagen? Ja. Darf man so sagen? Hallo. Genau. Ja. Und ihr durftet ja lange Zeit nicht proben. Jetzt erzähl mal ganz kurz, wie erging es euch denn während dieser Zeit oder während dieser verrückten Corona-Zeit? Ja, uns ist eigentlich ergangen, wie es vielen ergangen ist. Man ist daheim gewesen und hat die Musik vermisst, hat vermisst, dass man überhaupt aus dem Haus kann und sich sehen darf. Ne? Wir mussten die Vorstandssitzungen zum Beispiel über Skype machen und irgendwann hat man einfach genug davon, man möchte wieder raus, man möchte wieder Musik machen, sich freitagsabends treffen, seine Kameraden wiedersehen, live sehen, nicht am Computer. Ja, war eine schlimme Zeit eigentlich, aber ich möchte nicht jammern, andere hat es schlimmer getroffen. Okay, und du hast mir auch vorhin erzählt, dass ihr euer 100-jähriges Bestehen quasi nicht feiern konntet aufgrund dieser Corona-Zeit. Aber es gibt einen guten Ausblick und du hast gesagt, irgendwas, ihr habt was geplant, gell? Ja, wir wollen eigentlich das Fest, das wir dieses Jahr geplant hatten für das erste Juli-Wochenende. Das wollen wir dann nächstes Jahr, also 2021, nachholen, auch wieder am 1. Juli-Wochenende. Genauso wie wir es für dieses Jahr geplant hätten, würden wir es dann nächstes Jahr machen wollen und hoffen natürlich, dass das dann auch geht. Genau, da hoffen wir. Also wir kommen auf jeden Fall alle mit und feiern auf jeden Fall mit euch mit. Das wäre toll, ja. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt noch die letzte Frage, weil ihr dürft ja oder ihr spielt ja heute für uns, auf was ich mich wirklich sehr freue, weil ich auch einige von euch kenne, schon seit vielen Jahren. Was spielt ihr denn? Wir spielen heute die Lichtensteiner Polka. Also wir machen schöne Blasmusik heute, Lichtensteiner Traditionell. Polka, genau. Und dann spielen wir einen Walzer, der heißt Träumerei. Das heißt, die Leute dürfen daheim mittanzen? Ja. Genau, also raus mal wieder also, aus den Sitzen und mitmachen? Ja, in der Familie bleibe halt beim Tanzen, aber... Aber bewegen, genau. Ist gut? Ja, also diesen Walzer, Träumerei und dann spielen wir noch The Lion Sleeps Tonight. Und da können sie dann alle mitsingen? Ja, kommen wir auch rumhopsen dazu. Da können wir auch rumhopsen, okay. Ja. Also, und ihr spielt, ich hopse ein bisschen und euch viel Spaß jetzt mit dem Musikverein Neutat unter der Leitung von Michael Schumacher. Danke, Elke. Vielen Dank.
hoffe, ihr habt genauso euch mitbewegt und mitgetanzt wie ich da im Hintergrund. Und ja, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein und kommt auf jeden Fall zu dem 100-jährigen Bestehen 2021 fest in euren Terminkalender eintragen des Musikvereins Neutaz. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.